Da bin ich wieder zurück zu Far Cry 5. Meine Damen und Herren, ich habe mich nun zumindest fürs Erste entschieden. Ich werde jetzt Far Cry 5 einfach durchboxen. Sofern es... Was schwimmt denn da immer? Ja, wir müssen mal abschalten. Sofern es dem Kanal nicht zu sehr schadet. Also jetzt, wenn jetzt irgendwie alle sagen würden, ja, das ist irgendwie viel zu viel und das stört mich oder... Warum ist der tot? What the fuck? Ich hoffe, dass es niemanden stört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemanden stört, wenn man sich das nicht anschauen muss. Aber es gibt Leute, die sowas sagen wie, ja, die Abo-Box wird... gespammt oder sowas. Wir gucken einfach mal, was passiert. Also, ich will jetzt direkt mal hier schauen. Was ist mit ihm hier los? Oder ihr? What the fuck? Das ist doch diese Peggy! Okay, jetzt bin ich gerade komplett verwirrt, weil die hat eigentlich einen Auftrag für uns, aber jetzt ist sie tot. Das ist nicht gut. Oh shit, das ist gar nicht gut. Ha! Was? Mal ganz kurz. Ach du Scheiße. Ich habe hier auch keine... Wisst ihr, man hat hier keine Speicherpunkte oder sowas. Das ist echt ein bisschen nervig. Also wenn die Alte jetzt weg ist... ist möglicherweise unser Speicherfall corrupted einfach. Im Anus. Hoffen wir mal, dass es nicht der Fall ist. Du wurdest reingeboren, folge dem Pfad. From your mom. Ja. Das ist sie doch, oder? Wie sie einfach tot war gerade eben. Ich laber die sofort an. Sofort. Alter. Adelaide Dropman. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Hallo. Ich rechne dir hoch an, dass du mit dem Hafen geholfen hast. Aber Schätzchen, ich habe ein Problem. Diese Peggy-Scheißkerle haben meine Tulip. Das ist der wendigste Helikopter auf dieser Seite von Montana. Was? Und ich will verdammt sein, wenn diese Ficktrompeten sie mir abnehmen. Ich habe den Vogel fair und legal bei meiner Scheidung gewonnen. Diese wandelnde, erektile Dysfunktion, die sie geklaut hat, hat sie in diesem furchtbaren Peggy-Mayonnaise-Ton lackiert. Du kannst sie also nur finden, indem du ihren Piloten identifizierst. Oh mein Gott. Das sollte nicht allzu schwer sein. Alle anderen Vögel in der Gegend werden von Frauen gesteuert. Wir sind früher immer an den Wochenenden zusammengeflogen, aber damit ist Essig, weil diese Donnerfotzen bei Eden's Gate sind. Alter, die ist ja also kein Problem damit, wenn du ihnen zufällig ihre verlogenen Hackfressen wegschießt. Bin ich dabei, Peggy? Was ist, Schätzchen? Du hilfst mir und im Gegenzug stehen Tulip und ich dir jederzeit zur Verfügung. Es läuft, du weißt doch, wie es bei mir läuft. Peggy, Peggy Bow, Peggy B, Peggy B, Peggy Boo. Ja, ich will es, wie gesagt, einfach durchboxen, alles Mögliche machen, krasse Folgen machen, chillige Folgen einfach, dass ihr was zu gucken habt. Oh, ein schöner Tag. Das Einzige, was ihn noch schöner machen könnte, wäre ein sexy Park Ranger. Aha. Ich werde die Folgen wahrscheinlich 30 Minuten lang machen, vielleicht auch mal länger. Wenn es, oder wem es zu lang ist, der kann ja sich das Ding einfach dann aufteilen. Das ist, was ich meine. Das ist ja, ich denke, zu viel ist nie ein Problem. Eher zu wenig dann. Weil zu wenig ist dann grundsätzlich zu wenig. Habe ich jetzt hier? Na, okay. Man sollte meinen, dass wilde Tiere vor der Sekte sich. Oh Gott, Entschuldigung! Was? Chill. Man sollte meinen, dass wilde Tiere vor der Sekte sicher werden, aber nichts da. Wir sind mit reichlich Ausrüstung in die Howling-Höhle und fangen Wölfe. Okay. Was? Okay, die haben einfach nur ein bisschen, also Informationen für uns, diese Leute. Ich kann den Tag kaum erwarten. Das ist die beste Jahreszeit für ein paar Schüler. Ist das der Andrew? Andrew, warum bist du auf einmal so weiß geworden? What the fuck? Bei den Seeds sieht man eine große Familienähnlichkeit. Komisch. Ich meine, dass Andrew jetzt irgendwie heller geworden ist. Na gut, gut, warum nicht? Andrew, mach was du willst. Ich werde mich mal um diese Frau kümmern. Ja gut, hab ich gesagt. Am Yachthafen schwimmt ein riesiger Albino-Fisch herum. Mhm. Die Einheimischen nennen ihn Ragnar den Schrecklichen. Oh. Die Leute versuchen Ragnar schon ewig zu fangen, aber der ist verdammt stur. Er treibt sich gern an der kleinen Insel da drüben rum. Es wäre gut für die Moral, wenn ihn endlich mal einer fangen würde. Ich glaube, du hast, was man dazu braucht. Ich meine, dass sowas schon echt eine gute Thumbnail wäre, oder? Also nicht, weil es jetzt hier eine... Ich glaube, die habe ich schon mal gemacht. Hübsches Am Tag sieht es irgendwie anders aus. Bin ich nicht mehr auf der Hut, raschelt's gleich im Gebüsch. Muss bitte aufpassen. Ich glaube, ich habe es schon mal gemacht. Sind das krasse Mäusengirls hier? Wir können hier kaufen und verkaufen. Direkt an so einem Schalter. Das finde ich jetzt nicht so gut. Beute verkaufen. Verkauft deine Tierhäute. Wir haben. Diese Karte. Wenn wir die Sachen verkaufen, dann sehen wir es nicht mehr, nehme ich an, ne? 170. Krass, die Dinger sind viel wert.
Wenn du was gegen den Geruch hast, nimm einfach ein Bad in Bier und Tomaten. Können wir jetzt dann auch... ich hoffe, also wahrscheinlich brauchen wir die eigentlich auch für irgendwas, aber jetzt habe ich es halt verkauft. Können wir uns daraus auch was herzaubern? Ich weiß noch, dass man... Wie angelt man eigentlich? Wo ist die Angel? Ich weiß noch, dass man in Far Cry 3, glaube ich, oder Far Cry 2, Far Cry 4, dass man sich da so richtige Sachen herbeizaubern musste, um zum Beispiel in seinem Köcher so und so viel... Warum bin ich jetzt sogar so besoffen? Das Einzige, was ich heute jagen möchte, ist Hosenschlange. Hosenschlange? Wer labert denn hier? Wo ist denn diese junge Frau, die ich um die mich kümmern muss hier? Einpacken sollen. Da unten ist es morastig. Oh mein Gott, ist nicht nice. Warst du schon mal mit einem mittelalten weißen Mann im Bett? Alles widerliche, schwitzende Furzmonster. Warum lasse ich mich jetzt nur noch mit jungen Toyboys wie Xander ein? Erstens brauchen die keine Hilfe, um einen hochzukriegen. Zweitens legen sie mir jetzt auf damit. Wow! Das ist einfach ein Reflex. Ich aim halt auf die Leute, dann hören sie auf zu labern. Also, es ist natürlich realistisch. Ich will den Hund haben. Bitte. Guter Hund, da habe ich ein guter Hund. Dich können wir auch anheuern, aber wir können doch nicht zwei Leute auf einmal nehmen. Wir können es aber irgendwann machen. Wenn wir hier reinskillen, dann ist hier nochmal ein... Finde... Oder geht es schon? Können wir dich auch anheuern? Können wir drei Leute auf einmal nehmen, oder was? Hey! Ich hoffe, du bist hier, um zu helfen. Hallo. Wenn ich gewusst hätte, was mir hier blüht, hätte ich immer kein Duschen, Mann. Alter, ich hab noch nicht mal in deine Nähe. Ich hab. Was erzählst du mir bitte schön den ganzen Abend? Geht jetzt nicht mit? Jetzt raff ich's. Okay. Hat's erledigt. Die ist jetzt einfach in unserer Kartei, aber wir können trotzdem, ne, ihr habt's ja hier gesehen. Wir können nur ihn mitnehmen. Also in diesem Punkt hier. Beziehungsweise wenn ich auf G. Kugeln und Schnaps werden knapp. Dir. Das ist nicht richtig. Wartet mal, hier. G und H. Wenn du wegen einer Pilgerfahrt hier bist, bist du an der falschen Adresse. Was kann man denn hier machen? Solange das County-Gefängnis noch steht, haben wir eine reelle Chance. Aber wenn die Sekte da reinkommt, sind wir alle am Arsch. Ja, ganz schön Kackmusik, mein Freund. Achtung, böse Jungs. Mach mal die Musik aus. Alter, ich will keinen ID-Treffer bekommen. La 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 la, hör auf damit. Weiß ich, dass du überhaupt echt bist. Was? Ist das hier was ist das hier für eine Truppe überhaupt? Woher weiß ich überhaupt, dass meine Augen echt sind, wenn ich sie gar nicht sehen kann? Ha! Silberbarren, ne. Gegenstände. Wir können uns Kevlar holen, wir können uns aber auch Erste-Hilfe-Kästchen holen und eben ganz viel, das wir freischalten müssen. Du brauchst den Vorteil Schwarzmarkt. Um das Annäherung. Haben wir eigentlich schon diese auf Entfernung zündbaren Dinger? Ne, haben wir nicht. Dann gibt es Kleidung. Ich denke, Kleidung ist ziemlich wurscht. Oder bringt die irgendwas? Außer Aussehen. Auf Aussehen lege ich überhaupt keinen Wert. Also jetzt bei Spielen speziell, das ist irgendwie Quark. Das sind auch eher Skins. Läuft. Munition. Halt. Okay. Munition auffüllen. Sind wir voll oder was? Ah ja, auswählen. Ja. Hoffentlich war das kein Fehler. Hier jetzt einfach schon Geld zu investieren, wahrscheinlich. Was geht denn hier? Was ist mit dir los? Ein Glück habe ich mein Spielzeug gekauft, bevor die Peggys losgelegt haben. Ich meine meinen Hubschrauber, du Ekel. Ich will jetzt sofort einen Helikopter haben. Was kostet der? Nix. Peggy, dein Helikopter ist viel zu teuer. Komm, wir fahren mit dem geilen Opala. Ach, diese. Alter, fährst du was? Hör auf! Keine Musik! Ach, boy, geh mal zur Seite. Du musst Radio ausmachen mit Ü. So. Der hockt sich rein, macht das Radio an. Durchgepeitschter. So. Also, wir haben jetzt ja die Mission von der Peggy. Wir sollen hier einmal. Was ist das? Begib dich zur Jagdhütte. Das machen wir zuallererst. Let's go! Ausgerüstetes Wurfgeschoss einsetzen. Ach geil, wir haben sogar auf Boden so eine Markierung.
Hallo? Ich sehe die gar nicht richtig. Du musst es machen. Können wir auch, wenn ich die Markierung wegmache, ist da trotzdem die blaue? Nein. Oh! Du Kacke! Ey, der Sound ist echt richtig voll. Wump! Wir müssen hier weg. Ja. Aber wir haben doch eine Racer-Karre. Ich überfahre alles die Leute, das ist doch bescheuert. Wir fahren jetzt durchs Grüne. Wir nehmen eine Abkürzung, Dude. Boom. Warte kurz. Weiter geht's hier oben lang. Ich glaube, da bräuchten wir eher einen Geländewagen. Boah. Ich bin so richtig der Treiber. So, McCoys Hütte. Oh oh. Ist das direkt der Hill, den wir suchen? Rücke vor. Sieht gut aus. Ach. Wenn eine Frau am Knüppel sitzt, mach sie kalt und such weiter meine Tulip. Okay. Ah, wir brauchen unbedingt wieder den Bogen. Das ist doch so richtig. Richtig kacke, dass wir hier. Ja, nachladen. Das ist direkt so durchgepeitscht, oder was? Nice. Was haben wir denn hier? Hört das Wort. Der Pfad nach Eden steht all jenen offen, die Faith folgen und den rechten Glauben haben. Schließt euch ihrer Priesterin an diesem Schrein an, um Josephs Wort zu hören. Gemeinsam werden wir in den Garten zurückkehren. Ich glaube, gemeinsam werdet ihr alle sterben. Da ist ein Bogen. Ja. Läuft. Hey, Schatz. Nicht vergessen, du suchst nach meiner Tulip und da sitzt ein verwanzter Typ hinterm Knüppel. Bleib dran, Schätzchen. Ja. Wer labert denn da drin? Ist er ein Gefangener? Ja, hallo. Bitte schön für deinen Arsch. Hast du noch was für mich? Irgendeine Information vielleicht? Meine Cousine hat gesehen, wie die Sekte drüben bei ihrem Kloster einfach die Leute von der Straße holt. Die zwingen sie zum Beitritt. Scheiße! Unterwegs! Was ist jetzt schon? Konflikt. Wie scheiß drauf. Feind gesichtet! Hahaha. Da ist eine Angel. Aber wo? Ah, hier. Ach, guck mal, die haben wir jetzt. Sehr gut. Halte Q gedrückt und drücke E, um dein Werkzeuggrad zu wechseln und die Angel auszuwählen. Drücke, um die verfügbaren Fliegen dran zu schalten. Mit dem Vorteil König der Fische hältst du Fliegen, die größere Fische anlocken. Halte linke Maustaste gedrückt, um auszuholen. Lasse linke um die Angel schnur. Okay. Bewege die Schnur mit rechts, um den Köder attraktiv zu machen. Wow. Ich kann total gut angeln. Okay, gut. Wir haben die Dinge am Start. Die ist jetzt hier, wenn man auf E drückt, ne? Ja, da ist sie, die Angel. Was ist das? Ah, wir haben noch Wilder. Erhöht den Schaden. Mhm. Die Zeit hält nicht an, wenn ich das mache, oder? Ist jetzt noch ein Feind? Nee. Kann ich jetzt direkt fliegen? Ohohohoho. Monsieur, nochmal ganz kurz jetzt. Ich hoffe, du bist keine Illusion. Nee. Meine Cousine hat gesehen, wie die Sekte drüben bei ihrem Kloster einfach die Leute von der Straße holt. Die zwingen sie zum Beitritt. Hm. Angeblich zu ihrem Besten. Das ist krank. That's crank, dude. That's crank. We need to fly, that's crank. Mal gucken, wie das Ding so fliegt. Ich kenne mich zufällig aus. Los. Wer bist du drin? Boy? Er ist drin. Kann ich mich auch so neigen und einfach... Okay. Ja, los geht's. Ziemlich leichte Flugeigenschaften. Kann ich einfach so machen und nach hinten gucken? Wenn ich jetzt nicht nach vorne drücke, sondern so mache, dann geht's. Okay. Und so? Aha. Naja. Ich bin da schon anspruchsvolleres Fliegen gewohnt. Na, ist klar. Na, logisch. Sag langsam.
oder? Oder kommt mir das nur so vor? Und man, dass man auch nicht sinken kann, wenn man... Was? Feindkontakt. Wenn man... Sinken wir, wenn man so fliegt? Nicht wirklich. Ich glaube nicht. Ah, das ist nicht so prickelnd gemacht. Komm, wir gehen zuerst da hoch. Aber cool, dass dieser... diese Adler da rumschwebt. Gleich sind wir da und dann machen wir sie down. Fuck, das war knapp. Na, 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 na. Genau das will ich so ein bisschen... Ich will die Masse spüren, das muss richtig schwingen. Wenn ich nicht rechtzeitig umlenke, dann muss einfach... Dann soll das da auch... Dann soll das schwierig sein, da wieder. Weißt du, was ich meine? Na komm, den machen wir down. Oder auch nicht. Oh, da ist jemand drin. Nicht zu, dass sie mir was. Sie haben einen Trupp auf dem Raptor Peak stationiert. Der Weg dorthin beginnt am Aussichtsturm, falls du sie treffen willst. Aber sei vorsichtig. Das ist tief im Peggy-Gebiet. Irgendwie passt die Stimme nicht zu deinem Gesicht. Finde. Dann geh mal hier. So. Kollege. Auf und drauf. Was macht denn der Androids da? Kommt der mit oder was? Nee. Hoppala. War nicht geplant, einfach auszusteigen. Komm her. Boah. Andrew. Komm. Da hab ich gestuckt, gell? Ich weiß. Ja, also, es geht doch. Jetzt holen wir uns die Schweinebrüste da oben. Oh. Hey, boys and girls! Shit, da sind direkt einige, aber die sehen uns zu langsam. Oh nein, nein, nein. Okay, okay. Denn wir haben... Nein, 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 nein. Unterwegs! Deckt mich! Achtung, Dudefried. Bam! Boah, was ein Tier, was ein Tier. Dieser Scharfschütze ist mit seinem Bogen wirklich ganz weit oben angekommen. Und da oben chillen auch welche. Hallo und, Chaiduk. Sieht wie eine Leiche aus, aber irgendwie ist es keine. Bam! Ich werde dich überleben. Boah, er schießt einfach mit allem, was er hat, auf sie drauf. Schätzchen, wenn du eine Pilotin siehst, fliegt sie nicht meine Tulip. Schalt die Verräterin einfach aus und such weiter. Mach ich. Einfach nochmal geboxt. Hey, Verräterin. Gute Idee. Vielleicht können wir was davon brauchen. Na sicher. Ich will dir jetzt mal ins Gesicht gucken, der Alte oder Verräterin. Ich krieg's nicht rumgedreht. Naja. Ich dachte schon, ich wäre Wohnfutter. Halt, hast du gesehen, was die hier... Hast du gesehen, was die hier im Start haben? Bye, bye. Wow. Boah. Das ist ja cool. Also ein Mörser ist schon ein Schneckchen, ne? Kann ich doch einfach auf uns drauf schießen? Ah, ich glaube, vielleicht könnte ich aufs Rotorblatt des Helikopters schießen. Ja, den wir aber vielleicht brauchen, ne? Ha, irgendwie dumm. Naja. Aber hier ist ja auch noch genug anderes Zeug. Vielleicht ist er ja noch ganz nicht. Ist jetzt irgendwie... Noch was? Boah, so viel Zeug. Hat mich da eben jemand fast entdeckt. Da unten. Beste! Schön geschossen! Ja, in der Idee. Lass mal da hochgehen. Oh, da warte, wir können die Angreifenden jetzt einfach ausschalten. Und zwar mit diesem wunderbaren Mörser. Die sind irgendwie da. Alter, der hat sogar so eine Kackbrühe hinter sich. Feind gesichtet. Ja, warte. Wo? Oh ja. Du bist tot. Das war einer von den Angels, ne? Bye bye. Klar, ich meine, wieso nicht? Komm, wir gehen hoch und gucken jetzt noch, was da oben so abgeht. Eine Seilrutsche, die
gar nicht mal so weit runterführt. Hier außen ist ein Vogel, ein Bienen. Oh, oh. Oh, shit! Nein! Bienen totschlagen. Ja, das war ja wirklich eine geniale Idee. Ich hab's halt einfach drauf. Alter, geht... Och. Scheiße. Uzi anstatt einer Pistole. Dann könnten wir die Bienen direkt totschießen. Sektenbefehle, hier sind eure Befehle. Von diesem Turm hat man einen der besten Blicke auf den Henbane. Sorgt also dafür, dass der Himmel für Faith frei bleibt. Markiert jedes unbekannte Flugzeug für die Ernte. Denkt an euer Training. Bewacht auch die Hangseite. Es sollte hier zwar relativ ruhig sein, aber nicht vergessen, das hier sind nicht die Flitterwochen. Die kommen erst danach. Jetzt gucken wir uns hier noch alles an. So, Munition wird automatisch aufgehoben. Hier haben wir noch eine Prepper-Notiz. Ein Trupp vom Widerstand hat sein Lager oben auf dem Raptor Peak aufgeschlagen, aber ich habe schon eine Weile nichts mehr von denen gehört. Hoffentlich geht es ihnen gut. Das ist ein gefährlicher Aufstieg. Gut. Sehr schön, sehr schön. Wir haben einen Angelprospekt gefunden. Jetzt wissen wir natürlich, wie man noch besser angelt. Was ist mit dem da unten? Das ist jemand, der bei uns mitlaufen kann, ne? Der... Naja, komm. Come on, Brick. Das war jetzt ein bisschen dumm, dass ich den Heli gefistet habe, weil wir haben echt einen weiten Schritt vor uns. Fast 2 Kilometer. Aber es geht ja zum Glück die meiste Zeit. Hallo, Büffelchen. Vielleicht können wir die ja irgendwie fangen. Geht der weg? Hallo. Ah. Oh, oh. Okay, das war, glaube ich, ein Riesenfehler. Das war ein riesiger, verschissener Fehler, die Tussi anzulabern. Oh, no. Oh, no. I think we're gonna die. Fair crack, hey. Viele deiner Vorteile. Okay. Ich weiß, du kennst Geschichten über mich. Dass ich lüge. Dass ich manipuliere. Dass ich den Geist der Menschen vergifte. Tja, ich erzähle dir eine andere Geschichte. Hm. Eine wahre Geschichte. Es stimmt. Es war einmal eine junge Frau, die von ihrer Gemeinde verstoßen worden war. Gemobbt von ihren Freunden. Missbraucht von der Familie. Sie nahm eine Nadel zu Hilfe. Sie war ganz allein. Sie wollte sterben. Und dann traf sie den Vater. Er gab ihr Hoffnung und Zuversicht. Der Vater zeigte ihr, wie besonders sie war, so voller Liebe und Leben. Er gab ihr eine neue Familie, die sie akzeptierte, so wie sie war. Danach wollte die junge Frau nicht mehr sterben. Ihr Leben hat wieder Sinn. Aha. Eines Tages brachte der Vater sie hierher. Er fragte, ob sie an ihn glaubte. Er fragte, ob sie bereit sei, für ihn zu sterben. Die junge Frau, die jetzt wieder leben wollte, hatte Angst. Der Vater sagte ihr, dass dies ihre Prüfung sei. Er würde an sie glauben, wenn sie auch an ihn glaubte. Also schloss sie die Augen und sprang.
Vater hielt sein Wort. Der Weg nach Eden ist offen für die, die glauben. Folge dem Pfad. Ach, also du musst glauben. Weiß ja nicht. Lass los. Bist du blöd? Ich spiele nicht runter. Ich bin nicht bescheuert. Oder vielleicht doch, aber Backflip? Das sieht echt nicht gut aus hier, Dave. Lass dich von deinem Glauben leiten. Springen. Ich mach's einfach nicht. Nimm das Wort des Vaters in deinem Herzen auf. Der Vater ist scheiße. Guck dir mal an, Alter. Hey. Dann nimmt man einen Bart, der Kerle. Was soll denn der bitteschön darstellen, ne? Ohne Bart? Lächerlich. Ich muss, glaube ich, springen. Es geht nicht anders. Ich spring mal runter. 3, 2, 1. Sag. Ich gebe dir ein Ziel. Ich befreie dich. Da ist ja kein Wasser. Ich befreie dich. Spring einfach auf den Boden. Das wird Spaß machen. Batsch! Faith Seed. Ich weiß schon, wie die Folge heißt und wer auf der Thumbnail sein wird. Alter, Andrew, du wirst nicht glauben. Holla die Waldfee. Hast ich wieder weggeraucht habe, mein Freund. Boah. Boah. Gott, wo sind wir jetzt? Da kommt der Angriff. Oh Gott, Zeitlupe. Fühlst du dich anders? Ja. Fühlst du dich lebendig? Ja. Der erste Schritt ist immer der unheimlichste. Aber wir glauben alle an dich. Mach die Pilgerreise. Wandle auf dem Pfad. Wir sehen uns bald. Okay. Ja, wo bin ich jetzt? Ich bin kurz vor unserem Ziel, oder? Oder ist es jetzt... Ist überhaupt unsere Mission noch aktiviert? Das war hier unten eine, ne? Ne, wo war denn das? Ist es doch eine von den... Ah ja, hier. Das hier haben wir gehabt. Super, es ist immer noch 8 Milliarden Kilometer. Oh mein Gott. Bin unterwegs. Alter, hier fliegt so viel Zeug rum, ist echt eklig. Durchgehend drauf zu sein, ist nicht immer so cool, wie es sich vielleicht anhört, ne? Leute, was geht eigentlich da oben ab? Was ist diese Anstalt? Hallo? Ist da draußen jemand? Ja, ich bin's. Dann helfe ich halt hier erstmal. Wir brauchen County-Gefängnis. Wir brauchen Hilfe. Wiederhole, wir brauchen Hilfe. Die Peggys reißen die Tore ein. Falls jemand in der Nähe ist, Beeilung! Dann helfen wir jetzt hier halt mal kurz zuerst, okay? Müsste das hier sein? Nee. Doch. Keine Ahnung, wie viel Zeit uns noch bleibt. So, wir gehen direkt auf den Bogen. Drücke vor. Achtung. Bam! In den Anus. Hey, bist du das, Rookie? Gott sei Dank. Hilf uns hier mal. Der Ding ist da. Unser alter Anführer. Boah, ins Bein. Yo, ich bin Skinny Penis. Ich brauche einen Sanitäter. Meine Scheiße. Meine Waffe klemmt. Rookie. Mehr Munition! Da hast du uns den Hintern gerettet. Ja. Die werfen sich jetzt schon seit Tagen gegen diese Mauern. Und hör nicht auf. Das ist ein echtes Hornissennest. Trucks auf der Straße! Oh, oh. Verdammt! Sunny! Rookie, ich brauche sehr auf der merkwürdige Mauer. Akustik hier drin. Okay, ich gehe hoch. Ich rücke vor. Komm mit, Kevin. Alter, der blockiert mich. Ich meine die. Gold ist nur raus. Und den bleiben. Und den bleiben. Let's fuck 'em hold, dude. Achso, ah, diese blöden. Wartet mal. Bin unterwegs. Oh, sehr gut. Der Kollege ist outside. Seht ihr das? Der rennt da draußen rum. Okay. Der macht richtig Radau da unten. Ja, komm genau close an mich ran. Sie kommen auf dich zu.
Da, bitte! Oh, ist es angezündet überhaupt? Westseite, pass auf! Sie kommen von der Westseite! Wow. Ha! Alter, sehr gut. Verarzt du dich jetzt mal. Hat doch Zeit. Rücke vor! Boah! Oh. Der Ding ist hängen geblieben, der Effekt. Oh shit. Hier ist ein Flash, Smoke. Hinter uns ist noch einer. Oh, oh, hier oben. Was machen die hier oben drauf? Dankeschön. Wo kommen die eigentlich hoch? Was ist hier los? Oh, hier. Bye, bye. Sie sind über die Mauern. Sie kommen auf dich zu. Cool bleiben. Und Gott ist auf nicht eurer Seite. Na, kommt ruhig hoch, versucht's. So, ich gehe mal runter und hol mir meine ganzen Pfeile. Boom. Jetzt gehe ich hier wieder hoch. Wenn es geht. Jawohl, es geht. Wir müssen vor das Tor verteidigen. Oh Gott, das nimmt schon ab, oder? Hör doch mal auf, hier rumzuschreien. Wow. Ein Tanker vor. Schalt ihn aus. Was? Okay, wartet, wartet. Keine Ahnung, das wird... Oh oh. Ist es ganz? Ist es kaputt? Ich glaube, das ist kaputt, ne? Okay, wartet mal. Was haben wir da noch? Was haben wir da noch? Annäherungssprengstoff. Was machen die da mit Musik? Mal auf, eure Musik anzumachen hier. Hallo? Die Musik lockt sie an. Also, komm, ich will. Kann ich nicht auf die andere Seite rutschen? Wir müssen diese verfickte Musik ausschalten. Machen wir doch. Machen wir doch. So. Jetzt ist er schon mal draußen. Und jetzt gehe ich einfach rein. Oh fuck. Oh, schnell, 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 schnell. Die chillen ja dann nur rum. Und jetzt hole ich die Raketenwerfer und mock die einfach um. Komm on, komm on, komm on, komm on, komm on. Raketenwerfer. Oh. Eins. Ihr müsst gleich die Leute killen, gell? Die kommen schon rein. Kann's euch nur empfehlen, Leute. Kann's euch nur empfehlen, die zu killen. Alle weg? Boah! Ist doch aus! Nee, da ist noch einer. Shit. So. Ach was, das sind keine Angels. Wo ist mein Ding? Oh. Was geht denn da ab? Was geht denn da ab? Ich brauche jetzt eine kleine Wumme. Okay, Raketen einfach Moni kann ich hier nachholen. Hat der noch eine Schrott von dir rumliegen? Wo ist denn die? Die ist irgendwie weg, schade. Das sind die kleinen Angels. Was? Da drüben ist noch eine. Was war das für ein Dance-Schritt? Gib mir jetzt die Pump, geh weg. Wo? Wer ist jetzt hier von euch? Ich suche mir einen besseren Winkel. So. Hab ich im Griff. Wer will noch? Oh Gott. Was ist mit ihr los, Alter? Boah. Ja! Gefängnis von Hope Country. Zerstört. Ich meine gerettet. Rogers, irgendwo ist ein Schweißgerät. Footy hat es, so let's hol es dir. Du bleibst bei mir. Fangt an, Schrott zu sammeln. Und wenn ihr dafür die Türen von den Zellen abreißen müsst, dann tut es. Und jetzt los, wir haben wenig Zeit. Gibt's Probleme? Nein. Ein paar der Peggys wollten hier hoch. Die sind erledigt. Tür. Ist nicht so schlimm. Das wird wieder. Nur da ist bestimmt jemand drin. Doch nicht. Weißt du, ich sollte letztes Jahr in Rente gehen. Hatte Angst, dass ich mich langweile.
Ey, willst du uns vorstellen oder stehen wir hier nur rum und wackeln mit dem Arsch? Tracy! Ach, fick dich, Virgil, nicht heute. Ich hab's doch gesagt, vulgäre Ausdrücke sind ein Zeichen für, du trägst deinen Button nicht. Nein, ich trage ihn nicht. Ich brauche einen Schadensbericht. Aber wir sind Cougars. Eigentlich nicht. Siehst du, ich trage meinen Button, der Sheriff trägt seinen Button, der Mann hier, tut mir leid, wer ist das? Einer meiner Deputies. Ich dachte, deine Deputies wurden geschnappt. Der hier nicht. Er hat Edens geht so richtig eingeheizt, habe ich gehört. Ist das so? Tja, ich hoffe, du willst dich hier einbringen. Wir brauchen keine Schnorrer. Nö. Tracy ist in Ordnung, sobald sie dich näher kennt. Und sie hat nicht ganz Unrecht. Es ist einiges zu tun hier. Hör dich einfach um. Schön, dass du hier bist, Rookie. Dankeschön für den Button. Der schwitzt brutal, der Kerl. Oh Gott, bald habe ich auch so Haare, Leute. Ah. Schon besser. Schon besser. Okay. So. Soweit so gut. Hey, Mister. Wow. Dann machen wir hier einfach mal diese... Gott, ist der tot? Dann machen wir hier mal diese Aufnahmesession zu Ende und machen dann gleich wieder weiter. Bis dann. Ciao, ciao.